Ja, was geht, herzlich willkommen. Heute werden wir auf News von dem lieben unsympathisch TV reagieren. Obwohl man hier Nico sieht, aber es geht, glaube ich, nicht um ihn, sondern eher um den lieben unsympathisch aka Sascha. Es ist einfach schon unglaublich. Also nach 24 Minuten hat der Gute einfach mal 115.000 Aufrufe geknackt. Es ist einfach krank, wie es bei ihm momentan läuft, aber ich muss ehrlich gestehen, ich gönn's ihm von ganzem Herzen. Ich finde, momentan ist er einer der stärksten Leute oder YouTuber, Influencer, was auch immer, wie man es auch immer nennen möchte, die mich unterhalten können. Und das finde ich einfach mega geil. Wir lassen jetzt schon mal ein Like da und ich würde sagen, wir reden jetzt nicht lange drum rum. Ich würde sagen, let's go. Wer ist da draußen einen neuen YouTuber geben, der mit zwei Cams filmt? Der Videos über Supplements macht. Gleichzeitig wahrscheinlich noch ein bisschen Gaming macht. Also, mit den Sascha. Informationen von Tim Gabels Notizblock hantieren wird. Heute kommen mal wieder Nachrichten von mir, eurem Lieblingsnachrichten-YouTuber, direkt nach Newstime. Ihr habt euch wohl euer Handy. Oh nein. Und wenn diese Zalando-Werbung weiterhin noch kommt, dann raste ich hier komplett aus. Dieser scheiß Zalando-Beat, der geht mir so auf die Eier. Fangen wir an mit unserem ersten. Mir auch, es gibt nichts Schlimmeres. Gast, Justin hat sich eine neue Uhr gekauft, aber nicht in normaler Qualität, sondern. Heute in Blockbuster-Qualität. Ah ja. Sieht man das? Und was darf natürlich nicht fehlen? Abschließend natürlich nochmal die Frage, ob man das gesehen hat, ne? Ich sehe gar nichts. Ich denk schon. Nee. Und jetzt kommt der Moment. Es ist schon krass. Also ich meine, die Uhr, die Justin hat, die ist wirklich schön. Also kann man nichts gegen sagen. Ich wäre jetzt doch eher bei der Iced Out geblieben, aber ich finde sie trotzdem schön und ich gönne sie ihm natürlich auch. Man muss auch mal gönnen, G-Stift für gönnen. Man muss auch mal gönnen, Leute. Ich meine, klar, man kann denken, was man möchte, aber ich gönne es ihm, ich gönne es ihm. Moment, wo Justin uns seine neue Uhr präsentiert. Sie sieht wirklich schön aus. An der Stelle müssen wir leider abbrechen. Keine Diamanten auf der Uhr. Ich kann Justin nicht mehr ernst nehmen. No, I stand. Nachdem ich jetzt bei Justin ein Dislike dagelassen habe, wegen keinen Diamanten. Das ist kein Prank. Das ist kein Prank. Machen wir weiter mit unserem nächsten Gast. Und zwar hat Mois ein Video hochgeladen, wo er nicht selber vor der Kamera ist, sondern jemand anderes. Ich fick jeden, der rappt. Ja, warum nicht? Und ich habe jetzt eine Frage an euch. Könnt ihr mir vielleicht verraten, in den Kommentaren, welches Wort hier gesucht ist? Walla, 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 walla. Falls ihr das Wort verstanden habt. Oh Gott. Lass es mich auf gar keinen Fall in den Kommentaren wissen. Wir machen weiter mit unserem nächsten Video. Was ist deine Musikrichtung, so wie du sagst, der Künstler? Drake und Post Malone. Drake, Post Malone. Zufälligerweise ist der nächste Song von... Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, bitte. Sie weiß den sie kennt den Song nicht, oder? Oh, sie kennt den Song nicht und es ist von... Boah, ich muss... Post Malone, kann das sein? Da gehen Grüße raus, wirklich daheim. Ist auch einfach mal wieder mit Platz. Da gehen Grüße raus an die Kandidatin. Aber es geht noch schlimmer. Welcher Musiker ist für euch persönlich der größte Star, wo ihr sagen würdet, boah, richtig geil, dass ich den mal treffe? Justin Timberlake, glaube ich. Und Justin Timberlake auch? Ist schon ultra krass. Justin Timberlake wäre ultra krass anzutreffen. Ich bin gespannt, von wem der nächste Song ist. Oh. Justin Timberlake, Cry Me a River. Knapp daneben. Wie heißt das Song nochmal? Ich hab den Künstler noch nicht mehr. Da gehen Grüße raus an Heiko Roman. Ich weiß es nicht. Er hat den Künstler nicht mehr, aber... Oh nein, es ist wirklich... Oh, oh. Es wäre schon mal ziemlich krass, Justin Timberlake anzutreffen. Justin Timberlake ist schon ultra krass. Zum Glück hat der andere Zwillingsbruder wenigstens eine Idee, von wem der Song sein könnte. Justin Timberlake, think about it. Und damit bin ich komplett raus. Genug Nachrichten für heute. Und ich freue mich an erster Stelle einfach für mich, Digga. Falls euch die Nachrichten gefallen haben, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne an der Stelle auf kostenfreier Lernbasis ein Abonnement für mich da lassen. Ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video mit Justin Timberlake. Das ist schon ultra krass. Und posten wir noch wieder, wenn es wieder heißt. Ja. Ja, also Leute, auch von mir. Ich wünsche euch alles Gute, schöne Nacht, schlaf gut. Ey.
bald kommt vielleicht auch ein Video mit zwei Kameras, bisschen Gaming und mit Tim Gabels Notizblock. Ich glaube, ich habe noch etwas vergessen, aber macht ja nichts. Leute, wir stehen kurz vor den 3000 Abonnenten, also macht die mal gerne voll. Wäre natürlich ein großes Ziel von mir, wenn wir die bald voll kriegen würden. Und lasst auch gerne einen Kommentar da, ich lese mir jeden einzelnen durch. Und ich würde sagen, haut rein. Tschüss, peace.